Ah ja. Ich frage mich auch, was der Arthur hier bei mir im Auto macht. Kann ich mit Keine mir Ahnung. reden? Redet kein Wort. Ja. Fragt mich nur Sachen, ob er in meinen Kofferraum gucken kann oder ob er in eine Gruppe kann. Der hat auch den Spaß seines Lebens hier mit bei mir im Auto. Ja, ich merke das schon. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Mein Auto ist mal wieder leer. Das heißt, ich bin mal wieder mit mir selbst beschäftigt. Ja, meins ist ja gut. Meins ist auch so ein bisschen leer. Ja, Weil der eben Arthur wohl. Arthur hier Ja. ja nicht wirklich viel quatscht, ne? Ja, das ist natürlich dann schwierig, sowas. Dummer Zeitkollege hier. Vorsicht, wieder harte Rechtskurve. Haben wir es alle geschafft? Ja, sehr gut. Waren wir nicht eigentlich vorhin Dritter noch? Oder vier oder fünf oder so sogar? Ich glaube, die sind alle hinter uns noch. Hinter mir sind noch welche. Oh, ich habe sogar einen Waypoint gesetzt, sehe ich gerade. Oh, ich Idiot. Toll gemacht. Oh, Nee, ich ist mir gar nicht Idiot. aufgefallen, wie ich gefahren bin. Auch nicht schlecht. Ich muss dann irgendwann vorhin gesagt haben, wo müssen wir denn jetzt hin auf der Karte und habe gleich einen Waypoint gesetzt. Das ist schon so ein altes Reflex, ey. Merkt das schon. Ich gebe aber gerade mal Vollgas. 153. 160. 165. Leck, 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 leck. Oh nein, ich raste jetzt mit Sicherheit irgendwo vor. Leck, 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 leck. Ich hab voll die Desings. Warum auch immer. Wo ist denn dieser blöde Händler hier? Ah, da drüben. Wow! Fahr ruhig wieder auf der Straße oder wie das auch immer war. Ja, Warst du das? bist aber auch da wieder eingerast wie so ein Verrückter hier. Ja, aber du bist auf die Straße gefahren, kann ich ja nichts für. Ja, musste ich aber, was soll ich denn sonst fahren? Wo ist denn jetzt der scheiß Händler hier? Was, der steht hier drin mit lauter Zelten und so? Ist ja völlig bescheuert, ey. Bist du völlig bescheuert, sagt er. Bestimmt ein Oh illegaler Mann. Kupferhändler. Ja, total illegal hier die Bude. Was ist das denn hier? Der denn hier für einen komischen Teppichboden, da versinkt man drin. Ja, Mann, das sind Zelte, das sind Ja. Dachzelte. Zeltdächer. Dachzelte, so ein Das Schwachsinn. ist ja Dachzelte. Die guten alten Ralf, Dachzelte. Ralf, das ist die ganze Szene im ganzen Video. Dachzelte. Das kommt auf jeden Fall in den Titel, weil das müsste jetzt ja das zweite Part sein von der ganzen Geschichte hier. Die guten alten Dachzelte. Dachzelte, ey. Ach so, klar, genau, ein Idiot. Warum? Weiß nicht, ich habe gerade gedacht, das Auto wäre leer. Da war es gar nicht leer. Aber Dachzelte ist gut auf jeden Fall. Dachzelt ist auf jeden Fall super, ja. Das ist das Beste, was Ja. man sich heutzutage besorgen kann. Ein gutes altes Dachzelt, ey. Guck mal, jetzt verschluckst du dich auch noch mal was. Ja, ungefähr. So, ich hab jetzt sogar 53.000 gemacht, ey. Juhu. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe. Irgendwas auf jeden Fall. Also, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt schon $53.000 gemacht. Das heißt, wir können auf jeden Fall was Ordentliches kaufen. Ich Ich hätte ja habe auch fast Bier gesagt, wenn gekauft. es möglich ist, hätte ich fast schon gesagt, ein Heli. Wir sollten mal kurz zum Airfield fahren und gucken, was die kosten. Da bin ich voll für. Ja, da bin ich auch voll Kann auch für. einfach mal eine Karre schnell reparieren. Ja, welche? Die weiter. Den Weiß noch nicht, was die Heli kosten. Stefan, du hast wahrscheinlich auch keine Ahnung, was eine Heli standardmäßig kostet, oder? Standardmäßig müsste der eigentlich 100.000 kosten. Ich glaube, bei den Cops war es 100.000, aber da müsste es hier mehr sein. Warte mal. Hab ja die als Civ gespielt. Das heißt, wahrscheinlich so 150, 200.000, irgendwie sowas. Müssten wir uns also leisten können. Leisten können. Leisten Ja. können. Leisen können mit Dachzelt, ne? Ja, Dachzelt. Leisten Ein können und Dachze Dachzelt. Dachzelt muss man sich auf jeden Fall leisen können, ne? Da reden wir kurz hoch. Also zum Airfield jetzt, oder wie? Wir machen jetzt eine kurze Fahrt zum Airfield. Wow, das sah nice aus. Wir fahren jetzt mal zum Airfield und gucken, ob wir uns zusammen mit Heli kaufen können, oder? Was? Jo. Was hat der jemandem alles Geld geben, damit wir wissen, wer uns haben? Wie bitte? Ich verstehe nicht, wenn du im Auto sitzt, sorry. Lass mal alles Geld jemandem geben, damit wir wissen, wie viel das wir haben.
Okay, ist eine gute Idee, dann kommen wir nochmal bitte zusammen hier. Okay, von Tipp habe ich jetzt schon das Geld bekommen. Bitte mal kurz das Geld abgeben, ich verteile es danach auch wieder fair, also auf mein Konto natürlich. Also hier haben wir ordentlich Geld gemacht, ich habe jetzt schon fast 200.000. Du und ich zusammen haben über 100.000. Okay. Habt alles Geld abgegeben, ja, soweit? Also ich habe es dir gegeben, ne? Ich habe jetzt 218.000 Bar in der Hand. Ellie, hast du noch Kupfer? Nein. Ellie. Okay, nein. Alles klar. Wir haben 218.000. Ich weiß natürlich nicht, was so ein Heli kostet, aber 218.000 sind an einer guten Zahl. Ich habe noch 15.000 auf dem Konto. Ich noch 20.000. Ja, ich habe noch 12 auf dem Konto. Das heißt, wir fahren kurz nach Kavala, packen das auf die Bank und dann sammeln wir nochmal zusammen, okay? Okay. Wir können auch direkt zum Airfield fahren, oder nicht? Da ist doch auch eine Bank und alles. Ralf? Stefan hat recht, wir fahren direkt zum Airfield. Gute Idee. Ja, ne? Weil sonst ist das nur mehr hier unnötiger Zeitaufwand, den wir zurück nach Kavala. Weil der Airfield ist ja alles, Banken etc. Mit unseren gelben, geilen Karren hier, wa? Ja. Ah, ich bräuchte nur so ein schönes Dachzelt, dann wäre alles gut. Ja, so einen unsichtbaren Baum müssen wir noch drum bauen. Ja, ja. Wo man vorfahren kann. Ohne dass man es merkt. So, dann fahren wir mal, wow, zum Airfield. Manchmal sind die Kurven so gemein, ey. Ja, ein bisschen, ne? Vor allem, wenn man so mitten in der Kurve so ein D-Sync hat, das ist immer sehr spaßig. Ja, ich habe ein bisschen... Achte mal auf dein Trinken und auf dein Essen, ich wäre gerade beinahe verdurstet und verhungert. Ja, ich habe noch was dabei. Ich habe aber, immer so dieses G-Kraftgefühl hier, so dass ich meine Kurven voll ausgedrückt werde. Ja, ein bisschen, ne? Vorne kommt wieder Asi-Kurve links, ja? Asi-Kurve links, ja, ich bin gerade auf Höchstgeschwindigkeit, also sollte ich echt aufpassen. Die Ellie beschwert sich nur hier hinten, ey. Was denn? Wieso? Im anderen Auto, der hat gesagt, es ist nicht so komfortabel hier hinten. Ich bin irgendwie ein bisschen weit hinten geraten. Ja, wir fahren noch sehe ich euch, noch sehe ich euch. Nicht so extrem schnell hier vorne, der fährt gar nicht so schnell. Das ist eine lustige Fahrzeug, wir fahren 100 km/h gerade hier vorne. Ja, ich fahre 90, deswegen. Meine Karre hat irgendwie einen weg oder so, ich weiß es nicht. Der Zaun hat hier ganz schön zuge... Du musst ein Shift drücken. Vielleicht. Ich weiß. Mach ich auch die meiste Zeit immer. Ja, wir drücken hier nicht Shift, also hier vorne, ich überhole den Typen und ich drücke nicht mehr Shift. Also wir sind auf jeden Fall nicht so schnell unterwegs wie du. Da hat er doch irgendwie leichte Probleme hier mit der Steuerung. Oh, aber nur leicht. Leichte Probleme mit der Steuerung. Oh mein Gott. Ja, ich muss mal ganz kurz was sagen zu den Leuten hier. Wenn ihr euch wundert, das ist jetzt natürlich auch wieder hochgeladen worden hier als ganz normaler Ältest Live Part. Weil ich wollte ein Arma 3 Ältest Live Let's Play machen. Das heißt, da gibt es Zivilist, Rebell, Polizist, Taxifahrer, was weiß ich alles für Rollen. Und ich möchte mal so alles auch, mal so ein bisschen... genau, scharfe Kurven gibt's auch. Die Rolle einer scharfen Kurve habe ich sowieso. Nein, weiß ich nicht. Nee, ihr wisst aber, was ich meine. Ich möchte so von allem mal was zeigen und deswegen gibt es in diesem Let's Play halt von allen Sichten mal was zu sehen. Ich weiß, dass ihr am liebsten Cop mögt, aber geduldet euch einfach bis zu den übernächsten Folgen, also irgendwann so 3-4 Folgen später, dann wird es wieder weitergehen als Cop. Ja. Ja. Genau, ne? Und an alle meine Zuschauer, ihr kriegt, was ich euch serviere. Genau. Ich möchte es natürlich schon so machen, dass es euch auch in gewisser Weise gefällt, aber ich denke mal, ein bisschen Abwechslung muss ja auch mal sein. Ich habe so viele Cop-Parts jetzt schon gehabt. Ich habe locker schon 22 Cop-Parts oder so gehabt. Man muss ja auch sagen, Stefan, das ist ja auch sau anstrengend. Ja, das ist ja völlig übertrieben. Das ist ja für uns wirklich, das ist wie als würdest du arbeiten gehen mit lauter 13-jährigen Kindern, die alle Waffen haben wollen.
So ungefähr. Ja, es ist einfach anstrengend. Also jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass ihr da draußen 13-jährige Kinder seid. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Es ist unglaublich viel, kostet wirklich Nerven, Holz jetzt zu spielen. Nerven. Es ist unglaublich anstrengend. Man macht es zwar auch gerne, aber manchmal, wenn die Teams nicht so funktionieren, wie man will, oder man die ganze Zeit getötet wird, oder die Rebellen einfach kein Roleplay machen, ist es einfach anstrengend. Ja, ist einfach anstrengend. Ja, und dann gibt es auch andauernd immer Probleme. Also eigentlich habe ich das Gefühl gehabt als Polizeichef, ich habe gar nicht viel gespielt, sondern ich habe einfach mich viel mehr um Probleme gekümmert. Das heißt, wenn es irgendwelche Diskussionen gab, musste ich immer alles klären. Und das war halt natürlich doch eine große Herausforderung so. Und deswegen ist es für mich auch mal ganz angenehm, mal immer so zwischenzeitlich in eine andere Rolle zu schlüpfen, weil sonst ist das halt zu übertrieben, immer so viel Kopf zu zocken. Und ich denke mal, euch wird es nicht stören, weil ihr wisst, ihr guckt jetzt vier Parts das hier ganz gechillt an und dann kommen wieder Kopfvideos. Also ist ja nicht so, als sei das jetzt hier vorbei oder so. Nein, niemals. Ja, ich glaube, das wird auch so mein erstes Let's Play, was die Part 100 knacken wird. Was den Part 100 knacken wird. Ja, ich glaube schon. Was? Ach so, als Let's Play, als Nummernfolge. Genau. Gott, ich bin gerade bei, wo bin ich denn gerade? 50 bist du, glaube ich, ne? Ja, ich hab freigeschalten, gerade so ist mit knapp zwischen 55 und sonst was und hab aufgenommen bis, ich glaube, jetzt 68 schon. Boah. Das hier müsste jetzt irgendwas über 70 sein, also ich hab richtig, richtig, richtig viel gespielt in der Zeit auch. Aber ich mache auch sehr, sehr gerne Rebell. Ist einfach auch eine geile Scheiße so. Also ja, ich bin nicht so der Rebellenfreak, also hast du ja letztes Mal gemerkt. Ja, ich mache halt dann so Sachen wie gegen andere Rebellen kämpfen. Das macht ich war Spaß letztens auf dem PAS-Server und direkt als ich da gejoint bin, war direkt eine Geiselnahme und alles. Das war echt cool. Also ich dachte mir schon so, jo, geile Sache. Also da sind echt coole Leute, die hier spielen. Aber es ist auch anstrengend, der PAS-Server, muss man auch sagen. Es sind wirklich auch Leute, die es einfach übertreiben. Aber das ist auch dann wieder ganz geil so, weil... Abwechslung. Da gibt es extreme Sachen halt dann, ja, die da passieren. Ah, okay, oder so. So, jetzt müssen wir langsam alle bremsen. Ich hoffe, der da vorne der weiße Schneid ist. Weil rechts ist nämlich schon der erste Teil des Airfields. Ja. Langsamer werden hinter mir, langsamer werden. Danke. So, wir sind da. Unglaublich. Die Negerkolonne, ey. Ja, ne? Obwohl, hast du meine Kolonne gesehen? Die Polizeikolonne, die wir hatten? Ich glaube, ja. Die zweite riesig einfach. Beim DMV hat keiner an die Fluglizenz gedacht. Ach, ja, egal, das war ohne Fluglizenz. Ja, aber ich kann sie nicht kaufen ohne Fluglizenz. Ah, echt? Scheiße. Ich habe schwarze Arme. Ich habe einfach schwarze Arme. Lol, du bist gruselig. Siehst du das, Mann? Ich bin einfach komplett schwarz. Frag mal, ob jemand von denen die Fluglizenz zufällig hat. Nee, wird keiner haben. Aber ich bin einfach, meine Arme sind schwarz und deswegen gibt es bei uns, also auf dem Brutes of Gaming Server, glaube ich, die gibt es ja die ganzen Lizenzen immer bei dem, also bei einem und ich glaube auch bei jedem. Warum zur Hölle bin ich schwarz? Wow! Ich gerade beinahe überfahren. Was machst du da auch? Ich bin da gerade überfahren, Kollege. Ja, und jetzt? Muss einer zurückfahren, oder was? Das ist nicht so, wenn die Lizenzen gibt, weil anscheinend gibt es hier nicht beim Händler. Wahrscheinlich in der Stadt Kavala. Ja, aber da kommen wir jetzt nicht zurück. Geh doch nach Atira. Ralf, hörst du mich? Ralf, hörst du mich? Wir können aber auch nach Atira fahren. Genau, wollte ich gerade sagen, nach Atira. Und dann braucht auch nur eine Person die Fluglizenz. Ein oder zwei Personen brauchen nur die Fluglizenz. Also 379.000 kostet das Ganze. Haben wir so viel? Wir so viel drauf. Wenn ich noch 120.000 bekomme, dann können wir den permanent kaufen, ja. Ich hab noch 26.000. Wie viel? Wer macht so open? Ey, Alter, hör doch jetzt mal auf zu hupen. Wie nervig bist du denn, ey? Du bist voll der schlechte Trollmann. Ey, was soll das? Lass mich doch. Ich wollte gerade irgendwie, ich hab nur die Hupe ausprobiert, ob sie funktioniert. Komm mal jetzt raus hier kurz. Danke, Mentor-Troll. Also, wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? Jeder, der Geld hat, von Mentor an nach über Arthur, wobei ich nicht reden kann. Ellie, sag mal, wie viel Geld ihr noch habt, bitte. Also Arthur kann sowieso nichts sagen, von daher egal. Ellie? Ich hab noch 16.000 auf der Bank. Wintermond? 1.500. Tippi? Gar nichts mehr, hast alle. Okay. Auch nicht auf der Bank? Das hast du mir sogar gegeben, danke.
Spinner, Entschuldigung. 26.000. Also 16 und 26 sind 42. Ja, scheiße, ey. Also, Entschuldigung, aber scheiße. Ich hab noch 18.000, Ralf.